Wegen diesem Tabu bringen sich jeden Tag viele Menschen um. Die Bibel ist ein sehr gefährlicher Text. In der FPÖ wurde behauptet, die Homosexualität sei die Kultur des Todes. Wenn man kein bisschen von einer Tradition opfern kann, nur um Jugendlichen das Gefühl zu geben, dass sie in einem weniger bedrohlichen Umfeld leben und vielleicht damit vermeiden, dass sie sich umbringen, dann kann man nicht wirklich von Nächstenliebe sprechen. Ja, die Bibel ist ein sehr gefährlicher Text. Es gibt mehrere Passagen, die gegen Homosexuelle aufhetzen. Und eine zum Beispiel, in der wörtlich steht, dass wenn zwei Männer miteinander schlafen, beide umgebracht werden müssen. Und ihr Blut ist auf ihnen, steht wörtlich. Das ist im Levitikus. Das ist auch in der Tora natürlich. Im Koran steht nicht wörtlich, dass sie umgebracht werden sollen, aber schon, dass sie bestraft werden sollten. Es gibt überall Verrückte und Fanatiker. Und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer diese Bücher aufschlägt und deswegen irgendjemanden umbringt, ist immer da und wird immer da bleiben, solange man diese Texte als Gottes Wort segnet. Es gibt auch viele Priester, die dafür sprechen, die für die gleichgeschlechtliche Ehe sprechen und alles Mögliche. Aber wie gesagt, ja, jeder liest nur, was er will, jeder interpretiert nur, was ihm passt. Ich glaube, in 71 Ländern ist die Homosexualität heutzutage noch illegal. In 8 Ländern wird sie mit der Todesstrafe offiziell geahndet. Die Akzeptanz der Homosexualität liegt in manchen Ländern nur bei 2%. In Indien gibt es auch Tempel, wo man das sieht, wo Figuren abgebildet sind, die miteinander homosexuell verkehren und auch heterosexuell natürlich. In Japan und in China war es auch so. In der Kunst kann man das sehen, in der Literatur. Es passiert zum Beispiel in Peru und in Ecuador, dass lesbische Mädchen in Kliniken geschickt werden, eingewiesen werden, wo sie vergewaltigt werden, weil die Eltern wissen nicht, was sie damit machen sollen. Zum Beispiel der Erzbischof von Oaxaca in Mexiko hat neulich gesagt, keine saubere und ehrliche Frau möchte homosexuell sein. Und kein sauberer und ehrlicher Mann möchte homosexuell sein. Andere haben für ein Verbot für den Lehrerberuf gesprochen. Letztes Jahr haben zwischen 800 und 1000 Rabbiner, ich weiß nicht, ob das alleine in den USA war oder weltweit, behauptet, dass Homosexuelle Schuld für das Erdbeben in Haiti seien. Berlusconi hat zum Beispiel gesagt, es ist besser, was er tut, also mit Frauen, wie er mit Frauen umgeht, also die Art, wie er mit Frauen umgeht, und obwohl er auch mit Minderjährigen schläft und alles, dass es besser ist, als schwul zu sein. Es sind nicht nur rechte Politiker, die so sprechen, auch zum Beispiel ein linker Politiker, nämlich Evo Morales aus Bolivien, hat gesagt, der Grund, warum es in Europa so viele Homosexuelle gibt, was natürlich ein Blödsinn ist, in Bolivien gibt es genauso viele, nur sie verstecken sich dort und sie können ihr Leben nicht frei gestalten. Genau, weil es Menschen wie ihn gibt, die so aufhetzen. Er hat gemeint, der Grund, warum es so viele Homosexuelle in Europa gibt, liegt an der Tatsache, dass hier unsere Lebensmittel genetisch verändert werden. Sehr ähnlich hat sich auch der Erzbischof von Buenos Aires ausgesprochen. Letztes Jahr, als die Homo-Ehe in Argentinien legalisiert wurde, er hat gesagt, das sei ein Krieg Gottes. Ja?
Natürlich hat er Unterstützung in der Bibel gefunden dafür. Sie behaupten, es sei eine Anomalie und auch etwas Unnatürliches, aber sie wissen gar nicht, dass die Homosexualität bei 500 Spezies ausführlich dokumentiert ist und bei 1500 registriert wurde. Wir sind nicht so anders als die meisten Tiere. Vor allem die Homosexualität ist bei eher intelligenteren Tieren präsent. Bei vielen Tierarten zum Beispiel, also bei vielen Affen. Man hat bei keiner Tierart erkannt, dass es irgendwelche Homophobie findet man nirgends bei Tieren. Problem ist auch, dass in der Schule sehr viel über Rassismus gesprochen wird, über Toleranz für Minderheiten und so, aber über Homophobie wird überhaupt nicht gesprochen. Vielleicht liegt es daran, dass das wird immer ausgelassen und dass die häufigsten Schimpfwörter auf allen Schulhöfen sind und das ist laut der deutschen Lehrergewerkschaft Schwul und Schwuchtel. Keine Lehrer greifen dagegen ein und viele unterstützen das sogar. Entschuldigung, können Sie das vielleicht nicht zu Hause machen? Das ist ja ekelhaft. Wir machen jetzt einen Witz, oder? Seid ihr ja bereit, oder? Ja. Und Sie sagen, ja, sicher. Okay. Jugendliche haben das nicht so leicht, weil normalerweise dauert es, bis man das akzeptiert, weil es so verpönt ist in der Gesellschaft. Und die Kinder haben keinen Zugang, also keinen Kontakt zu anderen Homosexuellen. Sie wissen das nicht, was sie jetzt haben. Und deswegen ist die Selbstmordrate bei homosexuellen Jugendlichen viel höher als bei Heterosexuellen. Deswegen ist es sehr, sehr gefährlich, das Wort schwul negativ zu verwenden. Und auch lesbische Mädchen leiden sehr darunter. Die Kirche spricht immer gegen die Ehe und sie sagt immer, ja, weil der Sinn der Ehe sei die Vermehrung. Das macht nicht viel Sinn, weil man auch sieht, dass auch andere fortpflanzungsunfähige Menschen heiraten dürfen. Auch zum Beispiel 50-jährige Frauen können ruhig heiraten und niemand macht deswegen einen Skandal oder so. Und es liegt auch daran, an der Tradition liegt es auch, dass Homosexuelle in der Regel ein ziemlich niedriges Selbstbewusstsein haben. Und deshalb sprechen sie nicht so oft in der Öffentlichkeit über ihre Rechte. Und es ist leider meistens so, dass es immer die Gruppen, also die Menschen, die wirklich betroffen sind, darüber sprechen. Ja? Also es war auch so bei den Schwarzen in den USA, man sieht, es waren immer Schwarze, die gegen den Rassismus gekämpft haben. Bei Homosexuellen ist es auch so, nur die Art und Weise, wie sie kämpfen, ist für mich nicht sehr nachvollziehbar. Also nur einmal im Jahr gibt es in jeder Stadt, in vielen Städten diese Paraden, die für mich eigentlich nichts bringen, nur eine Bestätigung der Vorurteile, die viele Menschen haben. Ich glaube, viele meinen das eigentlich ironisch, also man zeigt genau das, was uns zugeschrieben wird in der Gesellschaft und man macht sich lustig über sich selbst, nur die meisten Leute verstehen das nicht und sie glauben, dass Homosexuelle nur das sind, diese Verrückten, die halbnackt auf der Straße herumlaufen. Also viele wissen gar nicht, dass wir genauso wie die anderen sind
und dass wir uns nicht immer so auffällig und komisch verkleiden. Und dass unser Leben auch nicht so anders ist, als das, was die anderen haben. Also ich stehe auf in der Früh, ich habe mein Frühstück und ich putze meine Zähne, ich dusche mich und ich gehe dann auf die Uni oder arbeiten und dann gehe ich zurück nach Hause und ich habe nicht so ein besonders anderes Leben als die meisten anderen. Aber das können die Leute nicht verstehen, weil die meisten versteckt bleiben, weil sie sich nicht trauen. Ja? Und wegen dem Einfluss von Saudi-Arabien und so wurde das alles kriminalisiert und grüß Sie. Das ist ein Interview. Sie können aber teilnehmen. Das ist geil.